Ja, Leute, Anime-Duelle geht in die nächste Runde und wir gucken uns erstmal den aktuellen Spielstand an. Wir haben 2 Wins für CK Phoenix und auf der anderen Seite 4 Wins für mich. Ja, ein kleines Polster konnte ich hier aufbauen. Mal gucken, wer am Ende den Wunsch kriegen wird, ich oder eben CK. Heute aber haben wir ein interessantes Duell und zwar auf der einen Seite haben wir natürlich Cyrus und auf der anderen Huckleberry. Bedeutet, Janes Freunde battlen gegeneinander. Mal gucken, wer gewinnen wird. Das Ganze ist wie immer ein Best of 3. Bedeutet also, falls ihr wissen wollt, wer das Match gewonnen hat, geht am Ende zu CK Phoenix rüber. Und wir gehen jetzt rüber zum Deck. Also normalerweise würde ich jetzt ja sagen, wie krass unser Deck ist und wie cool das Ganze ist. Aber im Grunde genommen kann ich hier nur lachen. Wir fangen an. Ja, wir spielen Fahrrad, ey. Warum spielen wir 2? Ja, wir brauchen ihn für das Fahrrad. Ja, frag mich nicht. Generell, kleine Anmerkung, hier ist ein Cyberdrache drin. Theoretisch bekommt Cyrus Zanes Deck irgendwann im Anime. Also theoretisch könnten wir einfach Zanes Deck kopieren. Aber da wir natürlich eine Differenz haben wollen, also wir wollen Roids und Cyberdrachen wirklich getrennt haben, Zane und Cyrus, so sind sie auch typisch bekannt. Dementsprechend haben wir hier ein Cyberdrachen als eben Andenken an das Deck. Aber insgesamt ist das halt eher dann hier Cyrus. Dann haben wir hier eben die ganzen Roids. Und die ganzen Roids an sich sind gar nicht so gut. Wir müssen eigentlich die Roids auf der Hand behalten, um dann eben in die starken Fusionen zu kommen. Hier brauchen wir quasi Puzzles. Wir brauchen hier 4 verschiedene. Hier brauchen wir 3 bestimmte. Und hier brauchen wir 5. 5 Stück irgendwie sammeln und dann fusionieren und irgendwie mit Beatsteak drüber rennen. Das ist hier so die Win-Condition. Mehr kann das Deck quasi nicht. Klar, wir können hier direkt angreifen, aber ja, okay. Man muss auch sagen, Steamroid ist schon Beatsteak, Defense. Also, aber klar, man kann den einen oder anderen Effekt mal gut so nutzen, aber wir müssen eben die Roids behalten, bis wir fusionieren können. Dementsprechend Roids, 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 Roids. Immer mehr Roids ist gut. Dann Verteidigungsstopp, passt natürlich gerade eben mit unserem Beatsteak hier dementsprechend. Dann Polymerisation, Wiedergeburt, Schildbrechen, auch sehr gut, wenn der Gegner verteidigt. Kraftbündnis, ja, brauche ich nicht drüber reden. Kraftbündnis zusammen mit ihm ist einfach ein 8000 Angriffsmonster, was aber nicht direkt angreifen darf. Eine kleine Downside hier. Dann natürlich hier keine Lebenspunkte zahlen. Passt natürlich eben im Kraftbündnis. Dann nochmal die Fusionskarte natürlich für eben die Roid selber. Mission Defusionierung kann natürlich je nach Matchup dann auch gut sein gegen einen anderen, dass man das genische Monster defusionieren kann, aber generell natürlich auch unsere eigenen. Begrenzt Entferner, Beatstick erhöhen, OTK machen, Notfallvorräte, um Lebenspunkte zu bekommen, Fallgrube, Wabuku, Masche, Zylinder. Ja, Mikrostrahl brauche ich nicht drüber reden, glaube ich. Kein Zugang. Ja, kann relevant sein. Dann Superladung. Ist einfach Topf der Gier, aber eben für Roids. Dann haben wir Angriff annullieren und Ruf der Gejagten. Wie gesagt, insgesamt, die Strategie ist es, Roids sammeln, Fusionskarte haben, fusionieren, Beatstick, Angriff. Ja, das ist die Strategie und ich würde sagen, mit der gehen wir jetzt auch ins Duell. Das sieht doch vielversprechend aus hier. Mal gucken hier, ob du meinen mächtigen Maschinen gewachsen bist. Ja, das wollen wir mal sehen. Oh, interessant, interessante Hand. Ich finde, ja, weiß nicht, also, das ist halt sehr wild hier auch, also muss ich halt so sagen, ne? Oh, das sogar! Oh, das nehmen wir mit, du. Das gefällt mir gar nicht. Das nehmen wir doch mit, ey, das ist doch schön hier. Oh, was? Ein Stegosaurier? Hey, das habe ich nie gesagt. Ja, 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 ja. Oh, well, ein weiterer Brick. Du, ganz ehrlich, das ist voll Minus, aber ich mach's, weil es lustig ist. So. So, jetzt wird hier die Polizei gerufen, mein Lieber, ne? Also, ich glaube, jetzt gucken wir mal hier deine Karten an hier. So nicht. So, okay. Zeig mal her den Lachs. Aha, ein MST also. Aha. Oh, so habe ich mir eine Kontrolle nicht vorgestellt. Dann würde ich sagen... setzen wir eine Karte. Und dann bist du dran. Ja, 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 ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ja! Du bist auf den Bluff reingefallen. Das würde ich jetzt an deiner Stelle auch sagen. Ja, 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 man weiß nie, ne? Man weiß nie. Und dann kommt da eine Mirror Force um die Ecke. Aber hey, hey, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Nein, er hat die Fusionskarte?
Das habe ich nie gesagt. Ah, ja. Warte mal, was macht denn der? Was, meiner? Nee, warte mal. Nee, deiner macht gar nichts. Der geht in Death, wenn ich ihn angreife. Nee, nee, alles gut. Achso, den in der Hand meinst du. Opfere meinen schwarzen Stego für Sauropode Brachion. Jo, ho, 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 ho. Aber es ist wenig Schaden, da bin ich happy drüber. Ja, aber wenigstens das Monster weg. Ja, ja, das stimmt. Da ist er vollkommen richtig. Und ich brauche mein Putt-Ride unbedingt für eine Fusion. Die zwar auch nicht über 3000 kommt, aber... Schlafenszeit, bitteschön. Schlafenszeit. Klaut er schon meine Sprüche hier. So. Da du meine Sprüche klaust, klau ich deine Karten. Nein, was? Topf der Gier! Achso, okay. Er kriegt Angst. Oh, nett. Nett! Nett! Aber ich weiß gerade nicht, was ich damit anfangen soll. Dementsprechend würde ich sagen, passen wir einfach hier. Mhm. Mhm. So viel dazu. Ich finde, also, meine Spielweise ist sehr interessant mit diesem Deck immer, weil es ist immer so, so wenig Karten wie möglich benutzen. ich würde sagen, ich... was machen wir denn? Das ist ja voll die komische Situation jetzt hier. Du kannst angreifen, du kannst ja wieder in den Death gehen, du kannst ja wieder schlafen legen, dich. Ja, krass. Da liegt eh Truckroid. Ah, leider nicht, aber der Jetroid! Ja, Jetroid, okay. Jetzt sind wir gleich auch wieder, wie im Anime, so will ich das doch. Hm. Und wieder plopp. Machen wir mal so. Ja, was ist denn los? Wie viele Stegos hast du denn? Stegos, ja. Zwei Stück tatsächlich im Deck, ne? Droh. Oh. Jetzt muss man ja was im Extra-Deck gucken. Nein, du hast so Glück, mein Lieber. Nein, du hast so Glück. Hab ich das? Ja, ich hab nicht die passenden Teile auf der Hand. Du hast so Glück, mein Lieber. Pass. mein Puzzle ist wieder nicht komplett. Ich finde, bei GX-Generation allgemein merkt man so, also die Karten sind an sich zwar besser, aber es ist auch sehr oft wirklich so kombinationslastig, ey. Schon, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, in Anime ist das ja egal, die ziehen ja eh, was sie wollen, aber wir halt nicht. Hüpf. Digga, was ist denn los hier? Mach mal. Was wird das, wenn es fertig ist, wenn ich fragen darf? Ich weiß es selber nicht. Wie kommt, du hast einen 3000er Defense, aber kommt... Oh, ein weiteres Puzzleteil. Ja, Defense heißt ja noch nicht... Das heißt ja nichts. Ja, das ist richtig. Ja, aber... Ja, du kannst ja nicht zwei Stegos haben. Nee. Vielleicht habe ich ja gerade kein Stego gesetzt und habe jetzt eingesetzt. Hm. Jetzt kommen die Mindgames hier. Oder vielleicht habe ich auch gar kein Stego. Ja... Ja, ja, fair. Wer hat eigentlich diese Karte designt, ey? Wieso hat man eine Karte designt, die für den Charakter sein soll, aber der Charakter kann faktisch damit nichts anfangen? Das ist so bescheuert gemacht. Aber ist eigentlich nicht schlimm, dann machen wir nämlich das so. Und dann geben wir einfach hier ganz entspannt die Nummer ab. So, was ziehen wir jetzt? Nein, ruhig. Okay, ich würde sagen, ich flippe meine Dynabase. Das ist gut, leider. Ja. Und ich benutze ihren Effekt. Fusioniere sie und mein Riesenrex. Mhm. Und dann habe ich deiner Panzer. Der ist verstärkt als mein Jetroid, aber hat auch nur 2000. Das ist also auch nicht so die Welt, also muss ich mal so anmerken. Ja, schon. Aber ich habe meinen Zerstörer-Saurier. Nein. Okay. Der gibt mir jurassische Welt. Das ist stark. Das ist jetzt wirklich stark.
jetzt rastest du auch komplett aus hier. Ja. Man fehlt eine Nein, der ist Maschine! Ja! Ach komm. Und er buckt alle auf dem Feld, oder? Auch mein? Was? Warte, der hat 0! Der hat 0, ne? Der hat 0! Nein, der hat nicht 0, der hat 2-1. Ah, schade. Ich dachte, der buckt nur deine. Ah, ist das schön. Das freut mich jetzt, Daniel. Also, das ist Truckroid. Nein, das ist okay, Donan Jan. Ey, Junge, was war das denn jetzt? Ja, was für ein schöner Fiebertraum hier, so. Ja, warte ab, ein Zug noch. Hä? Was ist denn los mit dir? Du bist fahrlässig. Jetzt lässt du den Dino nicht mehr schlafen legen. Hä? Du hast eine Karte. Jetzt machst du mir Angst. Okay, ich kann das machen. Oh. Ich würde sagen, wir gehen rein da, ne, mein Lieber? Wir koppeln an! Ankopplungszone! Oh. Und jetzt fusionieren wir. 1, 2, 3. Und erhalten Super Jumbo Drill! Der kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden? Ja. Battleface. Digga, was? Boom! Bam! Was? Mephist 2. Was los? Mhm. Und dann würde ich sagen, bist du dran. Und weiter geht die defensive Party. Er hat jetzt einfach 0. Dark, ja. Aber das habe ich nur gemacht, weil ich das testen wollte. Ja. Du opferst die jetzt eh? Ja, shit. Ja, ganz genau. Du hast, Superleiter Tyranno. Du hast auch noch den, ne? Es ist so frech einfach manchmal mit dir. Es ist so frech. Es ist so frech. Aber jeder andere hätte halt auch gerecht wegen jurassischer Welt. Ja, aber dass du ausgerechnet den hast, es geht so einfach auch ums Prinzip, verstehst du? Ja, ultimativer wäre sogar besser gewesen, der hätte alle angreifen können. Das ist jetzt auch wieder schwierig an dieser Stelle. Das klingt komplett dumm, aber ich mach das. Android. Und dann gehe ich ab. Mindgames. Ich weiß, was du hast. Ja, was denn? Du hast diese 2-Ziehen-Falle da. Aha. Dafür riskiere ich so viele Lebenspunkte. Ja, dafür riskierst du so viele Lebenspunkte, aber nein, nicht mit mir. Hä, was jetzt? Hä? Was passiert jetzt schon wieder? Wir verbannen hier den Kollegen, Riesenrex. Oh, ist so dumm. Wieso ziehst du so Combo? Den. Als ich den Charakter gespielt habe, habe ich die krassen Karten nicht gezogen. Tja, muss einfach besser spielen, ich weiß. Ha. Leben ist manchmal unfair. Ja, eins der härtesten, habe ich gehört. So. Willst du nicht... Ja, das ist jetzt natürlich übel. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier rein. Ja, ja, safety first, ne? Warum Risikos eingehen? Battleface. Ja. Ah, Superlado! Das war so klar. Jetzt sehen wir zwei Garten. Jetzt haben wir Pot of Greed. Oh! Das ist richtig gut! Ja, das gefällt mir nicht zu hören. Ja, das ist mir sogar jetzt egal. Ja, den Schaden nehme ich jetzt komplett ehrenvoll, aber. Ja, gut, also den Schaden vielleicht dann doch nicht.
Verständlich. So, mein Lieber, wie sieht's denn aus? Was hätten wir denn gerne? So, erstmal. Also, for real, wenn ich eine Karte ziehe, gewinne ich das Duell. So. Ich bin gespannt, was diese eine Karte ist. Boah, zwei Karten reichen! Also nicht zwei, das wär's dumm, zwei Karten, nein. Ich meine, zwei bestimmte Karten. Eine von beiden. Ja, eine von beiden. So, komm. Boah, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich damit anfangen soll. Das gefällt mir zu hören. Was machen wir denn damit jetzt? Warte. Doch, das funktioniert auch! Ja! Let's go! So, mein Lieber, dein letztes Stirnlänger geschlagen. Express Ride! Ja. Jetzt haben wir ein bisschen Express-Party hier. Wir ändern uns natürlich einen Drill-Ride und einen Steam-Ride und vielleicht merkst du anhand der Namen schon, was das so bedeuten hat. Mhm. Fügen uns beides da hinzu. Und jetzt geht es weiter mit der Monster-Reanimation! Nein. Und jetzt holen wir uns unser wunderschönes Submarine Ride. Willst du direkt angreifen? Mein Lieber, wer hat was von direkt angreifen gesagt? Polymerisation! Mhm. Und jetzt wird es Zeit für deinen Untergang. Ich fusioniere alle meine fünf Karten und rufe die ultimative Kampfmaschine. Verdammt. Ist das okay? Ja. Du bist mir viel zu gechillt. Du hast dann einen Ass im Ärmel. Okay, das geht. Du bist mir viel zu gechillt. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Irgendwas übersehe ich. Nein, was mache ich denn jetzt? Warum bist du so gechillt? Keine Ahnung. Nein! Sag mal, warum? Hä? Vielleicht hat das ja auch einfach keinen besonderen Grund. Du setzt mich mental unter Druck. Egal, ich tu's, Attacke! Ja, ist okay. Du versuchst mich wirklich richtig hart. Memphis. Mach ich doch gerne. 2, Set 1. Pass. Hä, der Dino kann doch nur bucken, der Fette. Mhm. Ja, bucken reicht ja nicht. Oh mein Gott. Nein. Siehst du ein Monster? Ja, also, die Frage ist auch, ist es stark genug? Bei Rides, wenn ich jetzt das Fahrrad ziehe, ist das so. Ich beende meinen Zug. Okay. Und in der Endphase, da ich jurassische Welt kontrolliere. Nein. Ausbruch! Nein, ich kann's nicht mehr verhindern. Jo. Nein. Nee, warte mal. Doch. Die geht dann doch nicht, oder? Oh, nee. Das ist die Condition bei der Aktivierung. Ja. So, das wird jetzt interessant. Du hast meine Wincon 2 zerstört, ne? Da lag einfach magischer Zylinder. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Ich hasse dich, ey. Oh mein Gott, ist das spannend. Ich rufe meinen Hyper-Hammerkopf. Ja, er hat doch so ein. Bam, kann ich reagieren, so ist das. Na, er sagt, dass ich nicht reagieren kann. Ich hab die auf off gestimmt. Ja, jetzt wird uns der Weide ausreden. Es ist doch unglaublich hier.
Habe ich. Nein, es war schon richtig alles. Ich musste das so spielen. Guck, du hattest. Du warst viel zu ruhig. Ich hab's dir gesagt. Du warst viel zu ruhig. Tja. Ah. Ich rufe meinen Riesenrex. Ach lol. Aber lange bleibt er nicht da. Nein. Ach man. Warum? Oh. Weil ich einen finsteren Triceratops habe. Ich weiß gar nicht, wie ich da. Ja, jetzt kommt der Kack-Rex noch wieder. Was ist denn los? Wie kann man denn so knapp von Sieg sein und dann. Oh Mann. Oh nein. Wir kriegen auch zweimal Boost. Das ist so. Das reicht sogar. So, also, es reicht, um den zu überrennen. Nicht für Game. Ja, was soll ich denn erziehen? Magischer Zylinder ist weg. Wird auch nicht reichen. Schnappschrei. Spielt er nicht. Nein, die Karte hatte ich eben gebraucht. Nein, 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 okay. Wie immer natürlich gucken wir uns an, welchen Charakter ich nächste Woche spiele. Man muss sagen, es werden immer weniger und es sind trotzdem noch sehr, sehr gute drauf. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Let's go. Auf jeden Fall. Und was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Ah doch. Es ist einer der durchschnittlichen Charaktere noch. Alexis, Gerätezauberkarten. Ah, die ist. Also, ich würde die nicht unterschätzen, die ist schon krass. Da sind wir wieder doch direkt bei den Freunden von Jayden. Um genau zu sein, Alexis wird's nächstes Mal. Ich bin gespannt, wie man mit ihr spielen kann. Ich weiß von CK, also das Duell mit ihnen, dass sie einige guten Karten hat und man da durchaus gewinnen kann. Aber wer das Match hier gewonnen hat, wird ihr natürlich erfahren, wenn ihr zu CK Phoenix rübergeht, auch in der Endcard verlinkt. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.